So. Ich schreibe, egal wie ich schreibe, ich schreibe es immer falsch. Also ich hätte ja schon Bock auf Balenciaga nochmal einen neuen Pullover. Ich finde die ja cool, Digga. Können wir jetzt mal hier sortieren. Hemden, Hosen, Jacken, Jeans, Mäntel, Strick, T-Shirts und Trägershirts, Unterwäsche. Wo ist denn der Pullover? Da. Alle T-Shirts und Trägershirts. Ja, Digga, Strick ist okay. Schauen wir hier mal. Eigentlich frech, Digga, dass der 650 Euro kostet. Aber die haben alles richtig gemacht. Die haben halt einfach alles richtig gemacht, Digga. Isle of Techno, ja, Bruder, da muss ich aber ganz dringend los. Na, weiß ich nicht, Digga. Der sieht zwar schon geil aus, also von den Farben, aber davon habe ich schon einen von Gucci, Digga. Den hätte ich eigentlich nochmal gerne. In schwarz. Er hat mir schon mal bestellt und der war mir zu klein. Den habe ich dann Anna geschenkt. Den müsste ich, glaube ich, in XL bestellen. Ja, das hat sich dann aber an der Stelle auch schon wieder erledigt. Passen die Titten da überhaupt rein? Ja, das sollte eigentlich passen, Digga. Der ist eigentlich ganz, ganz geil, Digga. Wobei, ich mag den grauen oberen Bereich nicht so gerne. Oben schwarz hätte mir besser gefallen. Alles, was ab hier oben kommt, gefällt mir nicht. Dieser untere Bereich, den finde ich gut. Aber nichts, was jetzt irgendwie... Ah ja, Freunde. Aha! Kommt euch die bekannt vor? Die hat der Ehrenbruder Monte. Damit läuft er immer im Schwimmbad rum, Digga. Lul. Die habe ich auch. Das Outfit habe ich ja auch. Das habe ich noch nie angezogen, Digga. Soll ich das mal kurz anziehen? Ich habe mir das bestellt, Digga, und habe es nie angezogen. Ich bin sofort wieder. Ich zieh's jetzt einmal an, Digga. Ich schwöre es euch, locker die Hose passt mir nicht. Moment. Digga. Bruder, die Hose ist ja anders klein. Digga, ich kann mich mit der Hose nicht mal hinsetzen. Also das Oberteil geht klar, aber die Hose, Digga, die Hose ist wirklich nicht gut. Das Oberteil, finde ich, geht klar. Also die Hose, das war es echt komplett, Digga. Die Hose, das war es wirklich komplett. Also, das ist natürlich Geschmackssache, aber das Oberteil finde ich geil, Digga. Es hat einen schönen Oldschool-Look. Ich finde das gut, aber es ist Geschmackssache. Digga, aber die Hose, Bruder. Guck mal, diesen hier. Digga. Zum Glück habe ich noch diesen hier. Auch hier habe ich noch, zum Glück, die Schilder dran, Digga. Werde ich auf dieses andere bei verkaufen. Die könnte ich tragen, wenn ich schwarz wäre. Weil sowas, solche Klamotten, Digga, und ich finde auch diese Jacke hier mega geil. Ich finde die wirklich geil, aber die kannst du als Weißer nicht tragen. Die kannst du als Weißer nicht tragen. Aber der sieht geil aus. Also ich fühle den Stil. Ich bin ja kurz davor, mir das Ding zu bestellen. Also jetzt rein vom Optischen finde ich das Ding geil, Alter. Die Schuhe sind natürlich hässlich as fuck, aber ich finde die Jacke extrem geil, Digga. Was kostet der Schlingel? Oh, Bruder. Also entweder die blaue könnte man mal in den Warenkorb tun oder die hier. Wobei ich orange-blau von der Kombination, ja, weiß nicht, Digga. Also ich finde die Farbe schon ziemlich geil. Ah, erstmal gucken. Wir packen es erstmal in den Warenkorb, um es nicht zu vergessen. Wie groß ist das scheiß Model? Oversized-Jacke. Oh, nee, Digga. Hier steht jetzt wieder nicht, wie groß das Model auf dem Bild ist. Ah, oh, dann war's das, Digga. Weil, Oversized, ich würde behaupten, wenn ich sie mir in L-Bits stellen würde, meine normale Größe, dann wird das nicht passen. Ich würde fast schon drauf wetten, dass das Model Größe M hat. Aber... wenn es hier nicht steht, kann ich es halt auch nicht bestellen. Wir packen es trotzdem mal in den Warenkorb, einfach in L. Aber ich glaube nicht, dass ich mir die bestellen werde. Ja, da frage ich mich halt einfach, wer zieht die Scheiße an, Digga. Also, jetzt mal rein optisch gesehen. Bruder, wer, also... da muss ich echt los, Digga. Da muss ich echt los. Ja, ansonsten, die anderen Sachen kennen wir alle schon. Also, einige Sachen von denen, die es waren, habe ich halt auch schon. Die hat mir Wadi dann geschickt. Da ist jetzt ehrlich gesagt nichts Geiles mehr bei. So, das sind die Links von Medi hier. Den Pullover habe ich, Medi. Und den finde ich, ja, weiß nicht, Digga. Also der war ist auch nicht geil. So viele Gucci-Sachen, Digga, die einfach dann auch nicht geil waren, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie, du hast den? Ja, den habe ich. Ich weiß aber nicht, wo. Habe ich noch nie getragen. Habe ich gekauft, Digga? Ah, Probe angezogen, war scheiße. Liegt irgendwo rum. Keine Ahnung, wo der ist, Digga. Weiß ich wirklich nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Müsste ich gucken, im Kleiderschrank oder so vielleicht. Oh, die sehen echt schon saftig aus, ne? Die fühle ich ja.
Dieser Blauton, Digga. Mm, die sehen schon nice aus, die Schuhe. Ja, die haben auch, glaube ich, nur Schuhe, ne? Haben die Kleidung haben die nicht? Ne, haben sie nicht. Ich will nochmal Dings, North Face. Die machen, also da muss ich sagen, bin ich mit den Jacken echt zufrieden, Digga. Die haben echt geilen Shit. Die, also North Face macht momentan echt gute Sachen, jackentechnisch. Soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Ich mag auch, also manchmal schockt es, manchmal nicht, so zu shoppen. Wisst ihr, was ich einfach am liebsten machen würde? Ich würde einfach gerne auf die Seite gehen von Nike, dort Jordan eingeben, dann auf Neueste und dann würde ich hier gerne, so wie vor 2 Jahren, coole Sachen bestellen. Bloß leider droppt Jordan momentan eigentlich keine coolen Sachen mehr, Digga. Die droppen nicht mal mehr vernünftige Jogginghosen, Digga. Echt schade. Damals, ich sage ehrlich, damals habe ich am allerliebsten genau so geshoppt, Digga. Immer ein paar Jogginghosen, das geht immer, Digga. Aber guck mal, das ist jetzt die, gut, das ist auch für jüngere Kinder. Aber Digga, ja, dann hast du hier eine Jogginghose, Digga, für Kinder. Ja, toll, danke. Danke dafür, Digga. So eine Stoff-Jogginghosen, also das ist echt, also... Therma-Jogginghose, Digga, wollen die mich verarschen oder was? Die Jogginghose, die war ganz nice, Digga. Trägst du nur Markenklamotten oder auch Billiges? Nein, definier mir Billiges. Ich würde sagen, dann nein. Also ich trage eigentlich nur Markenklamotten, aber nicht, weil ich mich dadurch besser fühle, sondern einfach, Jordan gehört zu meiner Grundausstattung. Jordan-Jogginghosen müssen sein. Das, die habe ich mir zum Beispiel gekauft. Die ist geil, Digga. Die ist übelst bequem. Ah, die Jordan-Jogginghose fühle ich jetzt leider nicht so richtig. Außerdem ist auch wieder so eine Stoffhose, keine Stoffhose. Ja, in Weiß trage ich keine Jogginghosen. Oh, das war's aber auch schon wieder. Ärgerlich, 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 Digga. Ich hasse es ja, wenn ich das Bild nicht größer machen kann, ne? Es wäre einfach geil, wenn Jordan nochmal vernünftige Jogginghosen rausbringen würde. So wie diese Varianten, die hier sind. Gebraucht, will er mich verarschen oder was? Digga, dann frage ich mich halt, soll ich erzähle mal eine kleine Geschichte, ne? Ich denke mir, geil, Alter. Vor einiger Zeit. Jordan hat endlich mal wieder eine Jogginghose rausgebracht in einem anderen Grauton, die ich noch nicht kenne. Zack, bestellt, ey, eingepackt, Digga. Ich denke, geil, da kommt das Ding an. Bruder, ich denke, ich guck nicht richtig. War es so eine scheiß Dreiviertelhose, ne? Wer trägt sowas? Der war es einfach so ein Ding. Ich habe gedacht, da wäre ein Produktionsfehler. Oder so. Keine Ahnung. Da habe ich mich echt verarscht gefühlt. Oh, die kenne ich zum Beispiel. Die kenne ich zum Beispiel noch nicht. Die kenne ich noch nicht in der Farbe. Die wird sich erstmal in den Warenkorb. Ja, haben wir mal wenigstens einen Teil gefunden. Stone Island, ah, weiß ich nicht, Digga. Die habe ich schon Grau. In dieser Kombination habe ich die hier. Also weiß nicht, Stone Island fühle ich nicht so. Bis jetzt. Ich weiß nicht, wie die vom Schnitt sind, Digga. Das ist halt das Ding. Ich weiß nicht, wie die vom Schnitt sind. Sind die geil vom Schnitt? Es ist halt das Ding. Das weiß ich nicht, wie die vom Schnitt sind. Sollen wir mal eine scherzeshalber bestellen, oder was? Ja, mit diesen Seitentaschen finden... Ja, weiß ich nicht, Digga. Also mit Seitentaschen fühle ich die auf gar keinen Fall, Digga. Seitentaschen finde ich übelst scheiße bei Jogginghosen. Wir können doch mal nach Stone Island gucken. Also ist auf jeden Fall eine gehypte Marke, keine Frage, ne? Digga, never ever. Bruder, das ist ja Karottenhose vom Allerfeinsten. Auf gar keinen Fall wäre ich mir so... Das Model ist 1,87 groß und trägt Größe OS? Was ist denn die Größe OS? One Size? Aber es gibt ja hier Größen. Also, keine Ahnung, Digga. Scheiß drauf. Also die Jogginghosen finde ich alle, Digga, alle viel zu eng geschnitten. Nee, Digga. Ich bin's, Tim. Sport machen fühlt sich echt gut an. Ich muss sagen, hätte ich nicht gedacht, aber Fitnessstudio fühlt sich gut an. Zieh dann eine Woche durch, dann war's das wieder. Gut, dass ich das noch gelesen habe. Wir machen es so. Wir merken uns mal deinen Namen. Wir machen es so. Ich war letzte Woche Mittwoch das erste Mal beim Sport. Heute haben wir Sonntag. Das heißt, wenn ich nächste Woche Donnerstag oder Freitag oder Samstag hingehe, dann habe ich länger als eine Woche durchgezogen. Und dann überlegen wir uns was Schönes, was wir mit dir machen. Ja, also weiter shoppen, ich muss sagen, ich muss, also ab und an, also wir hatten jetzt so 3-4 Shopping-Streams. Dann haben wir richtig was Geiles gefunden und dann im nächsten Stream wieder nicht. Dann haben wir noch was gefunden und heute haben wir wieder so einen Stream, wo wir nichts finden. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe dann auch keine Lust, auf Krampf irgendwas zu kaufen, nur damit, keine Ahnung, wir halt was haben. Darauf habe ich keine Lust, Digga. Schau halt nicht bei den High-Price-Marken. Digga, ich muss dir ehrlich sagen, für mich kommen eigentlich nur High-Price-Marken in Frage oder... Ansonsten nur Jordan-Sachen.
Ich bin an nichts anderem interessiert eigentlich, außer an Jordan-Sachen. Und wenn ich von Jordan nichts finde, dann gucke ich halt mal bei etwas teureren Sachen. Aber ansonsten, ich will eigentlich nur Jordan. Nur Jordan, Digga. Nike ist auch nicht unbedingt High Price. Nee, ist, meine ich ja auch, ne? Für mich, sage ich euch ganz ehrlich, die schönsten Klamotten für mich persönlich sind meine eigenen. So, wie zum Beispiel der Zip-Hoodie auf dem Shop. So, das ist einer meiner absoluten Favorite-Klamotten all time. Die ziehe ich ständig an, weil er so schön kuschelig warm hält auch einfach, Digga. Und gut sitzt, finde ich. Und das ist aber auch schon, seit ich YouTube mache, schon davor. Jordan ist für mich das Nonplusultra, Digga. Nur Jordan sind für mich die geilsten Klamotten, die ich mir sonst so kaufe halt, ne? Mein Klamottenschrank ist voll von Jordan. Ich habe 15, 20 Jordan-Jogginghosen, Digga. Also wenn es nach mir gehen würde, ich muss nicht immer diese teuren Sachen kaufen und im Stream auch kaufen, sondern am geilsten wäre, wenn Jordan immer noch das raushaut, was sie vor einigen Jahren rausgehauen haben. Dann würde ich das immer kaufen.